heute da sind, mal runtermachen, gucken wir ganz groß mit. Jetzt nochmal einmal groß reinmachen. Immer machen alle 14 Tage das Bad weg, bis der Zauber spricht. Heute dürft ihr optimal nicht verletzen. Damit hier keiner durcheinander kommt, sollte man sich kurz vorstellen, wer hier ist. Denn bei 8 ist was auch noch ein Überblick verliert. Unsere Herren Chefin ist wieder am Beckenrand, die hier sich abgeholt in Kleber. Kleber ist über 40 Jahre alt, hat fast 4 Tonnen und ist damit die größte Elefantenkuh, die wir hier haben. Daran ist es allzu selten zu erkennen, weil das Wasser kann sich noch keiner reichen. Aber sie hat auch 2 Sterne, die sind auch so, sieht man gerade nicht so gut. Die hat sie noch auf Burma mitgebracht. Ich denke einfach damit klar. Kleber ist in Burma geboren, als Arbeitselefant und dort ausgebildet worden. Die burmesische Waldbewohner hat ihre Arbeitselefant in ganz klaren Kennzeichen, aus dem ganz einfachen Grund, wie sie den bildlichen Elefant zu erreichen. Deswegen hat Kleber die letzten 30 Jahre noch auf Burma, wie sie ihr Leben lang begleiten werden. Ja, Kleber ist uns leidgebende Herr, und deswegen auch wichtig, denn sie geht vorne weg und sagt, was gemacht wird. In der Natur würde sie die Herde anführen. Hier macht sie das so indirekt, weil Futter ist eigentlich die ganze Zeit da und Fressschweine gibt es nicht. Sprich, sie bestimmt immer so ein bisschen das Grundgefühl in der Herde. Es geht immer aufregend, die ganze Herde aufregend, es geht immer entspannt, die ganze Herde entspannt. Wer jetzt letztlich mal geregelt ist, wenn ihr mal etwas steht und die ganze Herde ist, wer sich ein bisschen nervös, die haben alle ziemlich viel mit sich selber zu tun, die waren auch die ganze Zeit mal so ein bisschen aufgeregt. Das hängt einfach damit zusammen, dass gerade zwischen den Jungkühen im regelmäßigen Abstand einfach die Rangfolge heute ausgeführt wird. Unser Wasser ist aktuell ziemlich intensiv. Deswegen ist es ein bisschen ungut, aber das in den nächsten Tagen noch überlegt, wenn die Verletzung wieder geklärt wird. Ja, Kleber lebt hier zusammen mit dem Töchter Zwanka, das ist die, die wir gerade jetzt nicht mehr gemacht haben, die an der Wasserscheibe lassen soll. Susa, das ist die, die kein gewisses Bad hat und Verhalten weggezählt. Und ihre jüngste Tochter Zeiger, die ist auch schon komplett gewesen. Ja, dazu kommen dann noch Akito und Frau Mirk, die beide wieder miteinander spielen als ihre Enkel. Und wenn ich das so erzähle, dann merkt man, weil das dreht sich alles mit Kleber, das ist eine große Familie, alle sind miteinander verwandt und das ist auch gut so unverwundsgewollt. Denn auch in der Natur ist es in den Herde ein großer Familienverband, der sich um die Leitung, welche der Leben Mutter ist, dreht. Bitte nicht dieses auch darstellen, wir haben auch das ganz große Glück, dass wir über 4 jüngsten Kälber, 3 weiblichste, weibliche Elefanten bleiben ihr Leben lang bei ihren Müttern. Sprich, unsere Herde hier zu Leipzig ist schon zum Teil wieder anders. Der Einzige, der die Herde dort noch verlassen muss, ist Akito. Akito ist das älteste Teil, was wir haben, ist 5,5 Jahre alt und ist der einzige kleine Zwilling der Akito. Sobald Akito in die Pubertät kommt, also 5, 6, manchmal auch erst 7 oder 8 Jahre, dann wird es für die 2 Schenkelwege zu gehen. Das wird in die Herde dann auch sehr, sehr deutlich zu erkennen geben. Denn so eine Elefantenherde ist reine Frauensache, da haben die Männer nichts zu suchen. Die kommen wirklich nur dazu zur Paarung und verlassen die Herde dann auch wieder. Sprich, Kleber wird Akito dann in ein paar Jahren mitteilen, weil es ein Eigenleben zu geben. Aber bis es soweit ist, können wir noch ganz entspannt in den Boden schicken, gucken und Akito darf auch noch ein paar Jahre wieder Paarung vorstellen. Ja, so eine Elefantenherde ist eine ganz, ganz viel Familie, aber eben nicht nur, denn es gibt auch noch Platz für Freundinnen. Und so ist bei uns zum Beispiel eine Rani. Rani hält sich aktuell im Hintergrund auf, die will mit den ganzen Zwiebeln, die auf Badebeck nichts zu tun haben. Kann man sich auch nicht verübeln, denn Rani hat rein verwandtschaftlich mit der ganzen Kleber-Gruppe hier nichts zu tun. Da Rani aber keine eigene Familie mehr hat, nur die soziale Gruppe, die Elefanten aber eine Herde gekauft, die müsste Rani in den Herde integriert werden. Das Projekt haben wir uns hier angenommen, das hat auch sehr gut geklappt. Die hat hier einen Platz gefunden, hier sind sie langsam Bananen, ist hier voll und ganz angekommen und mit ihrer jüngsten Tochter Saran hat sie auch noch mal gute Stellung genug gemacht und fühlt sich wieder in die Leitung der öffentlichen Schule. Ich habe nichts vergessen, noch unsere beiden Bullen, die sind aktuell auf der Außenanlage bei Lau und Edgar, wo ich den größten Schmerz in der Tante hier habe, über 3 Meter groß, über 5 Meter schwer. Und Edgar, war jetzt einfach ins Mittelalter gekommen, musste die Herde verlassen in seinen 8 Jahren und lebe jetzt mit von Lau und Männer. Ja, warum bieten wir hier eigentlich das Baden bei uns nicht so an? Hier reisen wir uns asiatische Elefanten, die wie der Name vermuten lässt, kommen diese eben aus Süd- und Südostasien. Dort leben sie in Wäldern und Regenwäldern und ganz typisch für diese Lebensräume ist zum einen natürlich sehr warmes Klima. Wir merken es hier gerade alle, wir stehen in den Wohlstand und den Warmhaus, aber auch ein sehr feuchtes Klima.
einfach die Luftfeuchtigkeit, ganz viel Regen. Jetzt regt sich immer gerade wieder auf, so klingt es, wenn die Elefanten sich unsicher fühlen oder nicht wissen, was da ist. Ja, der Elefant muss sein Leben lang immer wieder mit Wasser umgehen können. Und wir können das ja so einfach nachstellen. Wir haben vier Badebecken, welche unsere Tiere frei nach dem Leben aufsuchen können. Unser Badebecken ist immer auf über 20 Grad temperiert. Wir können sie in der Halle regnen lassen. Sprich, wir kommen dem natürlichen Verhalten unserer Tiere entgegen, indem wir auch mehrmals am Baden das Baden anbieten. Kiva hat uns gerade schon gezeigt, unser Baden ist freiwillig. Wer Baden gehen will und sich das Essen abholen möchte, kann das gerne tun. Wer sagt, hey, keine Lust, Baden ist nicht für mich, der muss das nicht machen. Hier ruht alles auf freiwilliger Basis. Um die Chancen eben doch jetzt ein bisschen zu steigern, dass wir auch alle was zu sehen haben, wie wir sonst sehen, habe ich einfach ein paar Essen geschenkt. Denn Obst und Gemüse ist für uns Elefanten was ganz Besonderes. Das gibt es nicht alles oft, das war nicht die Schokolade von den Menschen. Das war ein Elefanten ganz gut gekocht. Dafür geht man hier jetzt etwa gründlich in die 10 Uhr zum Baden. Nur damit können wir unsere Tiere natürlich aber nicht satt kriegen, denn die Tagesportion für einen unserer Elefanten liegt bei ungefähr 100 bis 150 Kilo unter Großtier und Magen. Wir haben aktuell 11 Elefanten, die größten Namen in deutschen Sprachen brauchen und jetzt mal zwei Aufgaben. Wir müssen hier in der Sommersaison über eine Tonne Futter bewegen, nur um unsere Tiere satt zu bekommen. Der Großteil davon ist Heu, Grünfutter und Holz. Das gibt es mehrmals am Tag immer und immer wieder verteilt auf den ganzen Anlagen der kleinen Portion. Einfach, dass unsere Tiere dann auch den ganzen Tag beschäftigt sind. Die müssen dann überall gucken, wollen nichts verpassen, wollen nichts der Familie gönnen und sind damit einfach auch wirklich effektiv beschäftigt. Laufen auch mal hinterher. Wir Pfleger wissen, unser Tier ist gut. Denn man darf nicht vergessen, so intelligente Tiere, die wir haben, die wollen wirklich den ganzen Tag gefordert und auch gefördert werden. Und das geht einfach am besten hier mit unter. Das ist hier dann auch zu meinen Überlegungen. Ja, wenn das Baden gleich vorbei ist, dann geht es für unsere Elefanten nach und nach in die Rückwärtigen nicht eingebaut rein. Da haben wir 5 Trainingsrunden, da kommt jeder unsere Kühe auf ihre heutige Trainingseinheit. Für den Trainingseinheit dauert es ungefähr 10 bis 20 Minuten pro Elefant und da sind wir verschiedene Sachen. Das Wichtigste ist natürlich, dass die Kühe auf uns hören, dass wir uns vertrauen, dass sie ankommen. Aber da gibt es auch medizinische Aspekte, wie das für die Fakten, weil sie einfach gewohnt sind, überall angefasst zu werden, sich am Hinterdienst legen oder auch nach unseren Füßen rausgehen. Das Ganze hat drei große Vorteile, die wir ernsten ist für uns Pfleger. Wir wissen mit dem jederzeit, egal zu welcher Uhrzeit, egal zu welchem Gerät, zuverlässig mit unseren Tieren arbeiten, einfach weil wir es praktisch machen. Der zweite große Vorteil ist für unsere Tiere selbst, denn es ist eine Abwechslung für den Tagesablauf. Wir haben dann einmal am Tag für 1 zu 1 gefolgt, dass wir uns intensiv auseinandersetzen und bekommen am Ende auch da oben die Hilfe, was wir hier feststellen. Und sie wissen einfach, was auf uns zukommt, auch wenn man eine gute Situation entsteht. Und der dritte und größte Vorteil ist unser Tierarzt. Sollte mal besser mit unserer Tierarzt sein, sei es was Akutes, wo es dann schnell gehen muss, kann man bei jedem Tag auch bei jemandem so machen, weil er erst viel mehr sieht. Oder auch was getan war, über die Zukunftspflege oder Blutabnahme. Können wir unseren Tierarzt das jederzeit gewährleisten, einfach mal den Tag zu Tag nach dem Grundstein legen und intensiv mit unseren Tieren arbeiten. Wenn also gleich nicht alle Tiere zu sehen sind, gar keine Panik, spätestens Mittag sind ja alle wieder in der Laufhalle zusammen zu sehen und die Mietziele haben sich dann alle gegenseitig. Jetzt kann man gleich ganz gut beobachten, dass das erste, was man nachher in das Wasser macht, wenn er aufs Wasser kommt, ist einmal neu gesagt, man zündet überall die Sachen so, FSC beschützt sich, geht die Sonne um die Senken. Und so schützt sich eben auch die Dickhäuter